Hallo, mein Name ist Mats Parksberg und ich bin Komponist und lebe in Dänemark. Ich habe den Krieg in der Ukraine verfolgt und finde es wirklich schwer, die Vorstellung zu ertragen, wie Musikerkollegen aus der Ukraine inmitten des Krieges ihr Leben führen und gleichzeitig ihre Musikkarriere aufrechterhalten. Ich habe viele Gedanken darüber gemacht, was ich in diesem Zusammenhang tun könnte. Vor etwa einem Jahr hatte ich die Idee, ein symphonisches Werk über den Krieg zu komponieren. Vielleicht ist es etwas, das von selbst passiert ist, weil ich so viele Gedanken zur Situation hatte. Meine Idee entwickelte sich allmählich zu einer Art Hilfspaket, an dem du vielleicht teilnehmen möchtest. Mein Werk basiert auf der ukrainischen Nationalhymne. Die verschiedenen Teile der Sinfonie beschreiben die verschiedenen Gefühle und Situationen, die ich mir vorstelle, dass die Menschen in ihrem Alltag erleben. Dazu gehören beispielsweise Tod, Trauer, Aggression, Hilfesuchende und viele andere Emotionen. Die Musik ist jetzt vollständig fertig. Und meine Idee und mein Wunsch sind es, dass Musiker aus verschiedenen Ländern die Musik erhalten und damit beginnen, sie zu studieren. Musiker aus der Ukraine können ebenfalls am Projekt teilnehmen. Wenn die Musiker die Musik spielen können, sollen sie sie auf ihrem Telefon aufnehmen. Dies habe ich alles in einem anderen Video beschrieben, das ich gemacht habe. Ich habe einen Link zu einem Video beigefügt, das dies in diesem Video beschreibt. Sobald die Aufnahme gemacht ist, sollten Sie die Datei an mich zurücksenden. Alle Dateien werde ich dann sammeln und an einen guten Kollegen weiterleiten, der ein professioneller Toningenieur und Produzent ist und eine fantastische Tonaufnahme daraus machen kann. Ich werde die Dateien auch an einen anderen Kollegen senden, der ein Multiscreen-Video erstellen kann, mit Videoclips von allen beteiligten Musikern, die bei der Aufnahme spielen. Dieses Video soll für Social-Media-Kampagnen verwendet werden, um das Projekt und das Hilfspaket zu bewerben. Die Idee ist, dass die fertige Tonaufnahme über Crowdfunding verkauft wird, bei dem ich hoffe, dass wohlhabende Menschen einzigartige Exemplare der Tonaufnahmen kaufen werden. Das Werk soll nicht in seiner vollen Länge auf Streaming-Plattformen oder auf YouTube oder anderen Social-Media-Plattformen geteilt werden. Diejenigen, die die einzigartigen Exemplare des Werkes kaufen, sollen die einzigen sein, die die vollständig kopiergeschützte Version besitzen, damit sie das Gefühl haben, etwas Besonderes beigetragen zu haben. Das gesammelte Geld soll selbstverständlich unseren ukrainischen Musikerkollegen oder anderen, die dringend Unterstützung benötigen, zugutekommen. Diejenigen, die finanzielle Unterstützung geleistet haben, haben die Möglichkeit, die Musik alleine oder mit ihren Familien und Freunden anzuhören. Auf diese Weise können du und ich, zusammen mit vielen anderen Menschen aus der ganzen Welt, die sich Sorgen über den Krieg machen, zusammenkommen und den Fokus mehr auf den Frieden in der Ukraine legen und gleichzeitig musikalische Kollegen unterstützen, die dringend Hilfe benötigen. Ich hoffe, du wirst dieses Vorhaben unterstützen. Niemand weiß, ob das Projekt erfolgreich sein wird und ob wir genug Geld für unsere Kollegen sammeln können, aber es ist auf jeden Fall einen Versuch wert. Schreibe mir bitte an die unten stehende E-Mail-Adresse und ich werde dir Informationen darüber senden, wie du teilnehmen kannst. Ob du nur den Ton ohne Bild oder deinen Namen beitragen möchtest, liegt natürlich ganz bei dir. Wenn dir dieses Projekt gefällt, teile es gerne mit deinen Kollegen und Freunden. Vielen Dank, dass du dabei bist.